Ei Gude und herzlich willkommen beim MischkaCast, deinem Podcast zu Pen and Paper und Hörspielen. Heute sprechen wir wieder über unsere Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Und wenn ich heute wir sage, dann meine ich den guten Frosty Pen and Paper, der Draco einspricht. Ja, einen wunderschönen guten Tag, ja, guten Morgen oder guten Abend, wann auch immer ihr das hört. Genau, ich bin der Frosty, beziehungsweise ich leihe Draco Malfoy meine Stimme. Und bevor wir jetzt direkt auf den Charakter Draco Malfoy einspringen, erstmal zu dir als Person. Frosty, was bedeutet das Potterverse denn für dich? Also, wie viel Kontakt hast du mit Harry Potter? Und in dem Bereich der Potter-Nerds oder Potterheads gibt es ja so Klassifizierungen, Reinblut, also Bücher gelesen und Filme gesehen, Halbblut, meistens nur Filme gesehen oder Muggel, gar nichts davon mitbekommen. Ja. Also, was es aktuell für mich bedeutet, ist eine andere Antwort, als was es damals für mich bedeutet hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass, also ich bin, wenn du es so klassifizieren möchtest, ich habe alle Bücher gelesen und ich habe die Filme selbstverständlich auch geguckt. Ja, damit können wir mal anfangen. Ich war damals, ja, wie alt war ich? Ich glaube, ich war immer genauso alt wie Harry, also 11 Jahre, als es damals anfing. Das ist auch mal ganz schön, dass ich immer gleichzeitig gealtert bin. Nur leider kam halt bei mir kein Zauberer. Was halt gut ist, ich habe auch nicht unter der Treppe gewohnt, ne? Meine Mutter hat mir damals die Bücher vorgelesen, weil mit 11 sich da so ein, ich weiß nicht, 300, 350 starkes Buch zu nehmen mit 11 Jahren. Heutzutage geht das vielleicht. Damals hatte ich da überhaupt keine Lust und deswegen, wir saßen dann gemeinsam mit meinem Bruder gemeinsam im Wohnzimmer und sie hatte mir den ersten Teil vorgelesen. Ich sag mal gerade die ersten 100 Seiten, wenn du noch nicht weißt, wohin die Reise geht, ist auch ein bisschen schwierig. Du willst ja auch direkt dann auf die Zaubererschule, ne? Und dann kommt aber erstmal dieses Intro mit den Dursleys. Aber nach dem ersten Buch habe ich dann das zweite von alleine lesen wollen und ja, ich stand vielleicht nicht um 24 Uhr dann vorm Buchladen. Das habe ich nicht gemacht, aber ich habe dann schon innerhalb von einer Woche hatte ich dann die 700 Seiten gelesen, also wie alt war ich da dann, weiß ich nicht, 15 oder so und dann 100 Seiten am Plach, da war ich schon ganz stolz auf mich. Also damit hat es eben bei mir angefangen, dass ich darüber dann Fantasy gelesen habe oder generell Harry Potter, das war mein Start und dann eben abgedriftet in die ganzen anderen Fantasy-Bereich, so die Zwerge mit Markus Heitz und die Elfen von Bernard Henn und wie sie alle heißen. Ne? Und das war wirklich, also Harry Potter war mein Start ins Fantasy-Universum. Und ich möchte das nicht missen. Ne? Also das ist wirklich eine ganz hervorragende Einstiegsdroge für jeden, der irgendwie ankommen möchte. Und ja, da muss ich dann auch der J.K. Rowling ganz dankbar sein, dass sie damals so gute Bücher geschrieben hat. Ja, definitiv. War irgendwie so Richtung als Kinderbuch angefangen, aber die Bücher sind quasi dann auch mit den Kindern, die angefangen haben zu lesen, irgendwann gereift? Oder hattest du das Gefühl, naja, obwohl der siebte Band kam ja nicht genau 7 Jahre später nach dem ersten, es war ja ein bisschen mehr Luft dazwischen. Ja, genau. Das heißt, warst schon auf jeden Fall reif genug für den siebten Band, der schon ein bisschen härteres Material ist als der erste? Das auf alle Fälle, gerade wenn dann auch deine heißgeliebten Charaktere sterben, wie die Eule oder einer von den Zwillingen. Genau, Hedwig und einer von den Zwillingen, Fred und George, da ist ja auch einer gestorben. Und dann ging das ja nach und nach los. Ne? Dumbledore ja auch ein Teil, gut, ja, Dumbledore ja auch. Und dann irgendwann unser Snape, ja. Also das wurde dann ja schon ziemlich heftig, wenn man dann seine Helden hat mit aufwachsen sehen. Beziehungsweise ich war damals 11, ne? ich kannte die dann seit ich 11 bin. Und dann 7 Teile später, beziehungsweise nicht ganz 7, sondern 8 Jahre später, klar, da war ich dann halt mit 19, 20 war ich dann auch schon erwachsen, aber das hat mich trotzdem nicht losgelassen. Ich wollte ja wissen, wie das zu Ende geht, diese Reise, ne? Ja. Kurzer Disclaimer zum Bereich Buch und Filme, machst du dir, glaube ich, keine Gedanken machen über Spoiler. Da gehe ich einfach mal davon aus, dass jeder den Podcast heute ja auch gesehen hat. Zur Fanfiction, da schauen wir dann ein bisschen mehr auf Spoilermaterial. Also allgemeine Informationen gebe ich auf jeden Fall raus, aber nicht zu detailliert. Ja, es war dann quasi mit einem Augenzwinkern so ein bisschen vorbereiten, wenn man später Game of Thrones lesen wollte, im Erwachsenenalter. Ja. Ja, genau. Game of Thrones spielt dann ja schon mal ganz andere Riegen an und da, ich weiß auch noch, habe ich die Bücher nicht gelesen, sondern nur die Serien geschaut. Die Hörbücher hatte ich mir mal angehört, aber als ich dann die Red Wedding oder die Purple Wedding dann gesehen hatte, da hing ich da auch wirklich mit offenem Mund und musste erstmal 10 Minuten klarkommen. Ist das gerade passiert? Mhm. Oder wenn du dann so einen neuen Hauptcharakter hattest, so wie Oberon Martell, wo ich so dachte, ja, der wird richtig gut. Und dann ist er zwei Folgen später tot, wo ich so dachte, nein, das haben die doch nicht gemacht, oder?
Aber ich bin mit Harry Potter groß geworden und eben auch mein Einstieg ins Fantasy-Universum und was es da eben alles gibt, ne, mit DSA und Warhammer und was nicht alles, ne, das weißt du ja fast besser genauso gut, also, oder genauso gut wie ich. Ich meine, bei dir ist es vielleicht ähnlich oder wie war's bei dir? In der Tat war Harry Potter, ich habe in Anführungszeichen spät angefangen. Meine Freundin hat damals den Feuerkelch gelesen und wir haben uns dann auch gegenseitig vorgelesen. Das war so für mich der Einstieg bei Harry Potter. Der Fantasy-Einstieg bei mir, das war, jetzt muss ich knabbern, ich glaube, das war, da war ich 14, also war das dann 94, 95. Da habe ich in unserem Buchladen den ersten Buchband von Vergessene Welten gesehen. Ja. Hab das irgendwie nur so semi gelesen, hat mich nicht so ganz gecatcht, hab mich dann gefragt, gibt es da irgendwie andere Bücher? Da sagte der, ja, das ist eigentlich die Fortsetzung, es gibt noch die Saga vom Dunkelelf vorher. Und die habe ich halt gesuchtet ohne Ende. Ja. Und da kann ich jetzt mal kurz einen Spoiler rausholen und davon wird es auf jeden Fall hier auf dem Kanal was zu hören geben. Nicht in ewig ferner Zukunft. Ja. Weil das ist ein Projekt, was mir so am Herzen liegt. Also Harry Potter liegt mir schon am Herzen, aber das halt noch krass mehr. Ja, sehr gut. Ja, und die Frage, was das aktuell für mich bedeutet, ich finde es, also die Fanfiction, wir hatten es im Vorgespräch eben schon geklärt, ne? Wir haben 2018 beziehungsweise leicht im Vorfeld schon angefangen und du machst es ja noch viel länger in der Vorbereitung. Aber jetzt mit diesen neuen Filmen, das ist so nicht mehr das, was mich jetzt interessiert, vor allem weil dann Johnny Depp als Schauspieler abgesprungen ist und dann der neue dazu kam und dann war ich auch raus, da habe ich gesagt, nee, dann muss nicht mehr sein und ja, vielleicht geht nochmal ins Musical irgendwann, aber ich bin so bei den ersten 7 Büchern, die Filme sind wirklich ganz nett, also, ne, also wenn man die Bücher kennt, dann sind die Bücher besser. Wartest du auf die Serie? Oder? Es gibt bald eine Serie, okay, habe ich auch nicht mitbekommen. Also habe ich zumindest irgendwann mal gehört, dass es eine Serie geben soll, aber ich bin halt jetzt, ursprünglich habe ich mir vor 2 Jahren, oder wann war das, weil sie angekündigt wurde, Prime geholt, weil angekündigt wurde, dass da die Herr der Ringe-Serie kommt und da war ich auch mega heiß drauf und ja, war nicht ganz so meine Vorstellung von Herr der Ringe, sagen wir es mal so, ohne da ins Team reinzugehen. Deswegen bin ich jetzt sehr gemischter Gefühl, aber ich werde auf jeden Fall die Serie auch gucken. Ja, ja, also mal reinschauen, ne? Ja, genau. Das ist ein sehr geliebtes Thema. Ja. Gut, dann quasi die darauffolgende Gretchenfrage: Wie bist du denn jetzt zur Fanfiction gekommen? Ja, du hast mich angeschrieben, angesprochen. Wir hatten ja, boah, jetzt lass mich nicht lügen, seit 2013, das ist ja noch. Ja gut, das ist jetzt auch schon wieder 11 Jahre, ne? Aber so seitdem spiele ich halt Pen and Paper. Ich hätte lieber früher angefangen. Mhm. Gut, jetzt mein Einstieg war damals, wie alt war ich dann? 20, 21 oder so. Mhm. So, und dann haben wir, glaube ich, auch relativ schnell den Kontakt gefunden, sag ich mal, über das Pen and Paper. Einfach, weil ich so viel gesuchtet und konsumiert habe, wie irgend möglich. Mhm. Und dann eben nicht selber gespielt, sondern eben auch bei dir zugeguckt, ne? Diese ganzen Live-Sachen, du machst das ja auch schon seit Anno dazu mal. Und Jahre. Darüber. 10 Jahre habe ich dieses Jahr. Vorgestern hatte ich meinen 10. Kanal Geburtstag. Erst? Mhm. Ja, 2014. Ja, dann passt das. Ja, ja. Genau, ja, genau. Also du, ne, du bist quasi mit dem Pol gestartet. Ich war. Ja, genau. Der Pol war ein Jahr da, als ich eingestiegen bin. Genau, darüber haben wir uns ja kennengelernt und dann hier und da mal geschrieben. Aber damals waren das noch YouTube-Nachrichten oder ja. Google Hangouts gab es damals ja noch, die gibt es ja schon lange nicht mehr. So, und jetzt, ich sag mal, mit Discord ist dieses Kommunizieren ja wesentlich leichter gefallen, ja. Diese privaten Chats mal zu schreiben oder generell erstmal zu starten. Ja, und du hast mich dann mal angefragt und ja, Harry Potter an sich fand ich, wie gesagt, immer schon spannend und deswegen habe ich gesagt, ja, dann mache ich einfach mal. Was hast du denn so da? Und ich glaube, ich durfte mir noch relativ frei auswählen, ja, ne? Ja, ja. Du wolltest mir, glaube ich, sogar noch 3-4 Stimmen geben. Ich habe gesagt, nee, wir fangen erstmal ganz ruhig an. Ich nehme einfach mal Draco, das ist so der coolste Charakter, ich finde das irgendwie der coolste Charakter. Ich glaube, ich würde auch nach Slytherin gehen. Slytherin oder Ravenclaw, also wenn du mich so fragen würdest, aber er ist schon ein cooler Charakter, weil er ist halt nicht so der Saubermann, ne? Er hat halt Fehler und weiß ich nicht, ich finde ihn einfach interessant. Ja, menschlicher, vor allem wenn du dann eben auch in den letzten 6 und 7 dann seine Wandlung noch mitbekommst, wenn er nicht einfach nur der böse Junge ist. Aber er war schon immer der interessanteste Charakter. Und deswegen habe ich gesagt, ja, dann ohne die Fanfiction zu kennen, habe ich einfach gesagt, ja, dann mich Draco.
Und dann habe ich eben auch ganz am Anfang versucht, so ein bisschen, ich habe dann den ersten Teil und den zweiten Teil nochmal geguckt, meine Stimme so arrogant wie möglich klingen zu lassen, ja, weil er damals ja auch so war, genau. Und dann hatte ich aber auch in den Kommentaren von einer Zuschauerin von dir den Hinweis bekommen, ach, der klingt immer so böse, sei doch mal nett. Und da dachte ich mir so, ja gut, Teil 6 wird er ja auch nett. Und wenn das ein Wunsch ist, der an mich herangetragen wird, ist, dann, ich habe versucht, so dieses Klangmuster noch mitzunehmen, aber diese Arroganz rauszustreichen und ihn dann einfach liebevoller zu sprechen. Ich weiß gar nicht, ab wann dieser Wandel dann kam, aber ich sag mal so ab Folge 30, 40 oder so. Und seitdem habe ich ihn dann liebevoller gesprochen. Fand ich passte am Anfang. Am Anfang hat er ja mit der ganzen Welt gekämpft. Also als die Annäherungsversuche von Susan am Anfang kamen, hatte der ja Sachen an den Kopf geballert und so weiter. Ja. Und auch Annäherungen von Harry zu Draco. Also er war ja am Anfang da schon ziemlich verschlossen. Ich fand, das hat gut gepasst. Dass er jetzt natürlich in der Fanfiction einen größeren Wandel macht, da passt der Stimmwandel auch. Ganz genau, ne? So gerade wenn er dann jetzt, wir sind irgendwo bei der Hochzeit, da ist er natürlich dann noch viel liebevoller, aber wenn du dann ganz an den Anfang springst, wo sein Vater dann, ich glaube, von den im Knast bei den Dementoren sitzt, war das nicht so? Und so, mit seiner Mutter, das war auch alles ganz schwierig, ne? Also er kam halt ganz frisch aus diesem, ja, aus dem Teil 6 raus und da war alles einfach nicht so schön. Also ohne zu groß zu spoilern, in Azkaban war Lucius, aber da gibt's in der Fanfiction menschliche Wachen, keine Dementoren. Das Ministerium verstanden. Ja, gut, aber also diese ganze Familiengeschichte war einfach super kompliziert und er war zu dem Zeitpunkt, zumindest nach meiner Auffassung, eben noch dieser arrogante Jüngling. Und er musste sich dann eben durch die Fanfiction und durch den Progress, den wir ja auch gemacht haben, wo wir jetzt gerade in der Hochzeit sind, na, da hat er ja einen riesen Wandel schon wieder hinter sich und ganz viele neue Freunde gefunden. Auch die Beziehung zu Harry und Hermine ist jetzt ja auch eine ganz andere. Ja. Und dementsprechend ist dieser Wandel auf alle Fälle nachvollziehbar. Und ja, dementsprechend spricht er jetzt ein bisschen wesentlich freundlicher als zu Anfang. Genau. Ja, passt. Jetzt sind wir schon mitten in der Diskussion. Genau, was gefällt dir an dem Charakter? Das hast du schon gesagt, er hat Fehler, also er ist in irgendeiner Form nahbar, würde ich da für mich raushören. Er ist nicht so. Und so die aalglatten Charaktere gibt es ja relativ wenig. Wenn du jetzt mal so die ersten, ich sag mal, 5 Bücher mir überlege, ist Harry einfach schon ein krasser Dickkopf, der immer denkt, na, ich weiß alles besser und da zwar Glück hat mit seinem Ergebnis, was er tut. Aber könnte auch sehr böse ins Messer damit laufen. Das ist richtig, ja. Ich habe auch hier mal angesehen, so eine Fantheorie, was wäre, wenn Harry nach Slytherin gegangen wäre und wie würden Bücher oder auch die Filme sich verändern, wenn Harry nicht in Gryffindor gelandet wäre, sondern eben auch durch den entsprechenden Hut dann in Slytherin. Und das Ergebnis dazu möchte ich gar nicht vorwegnehmen. Die Videos kann man relativ einfach finden. Das fand ich aber auch super spannend. Das hätte Harry aber in meinen Augen noch ein Tuckel menschlicher gemacht. So mit diesem Gryffindor-Image ist er einfach so der Saubermann. Ja, er eckt überall an und er ist so ein Rebell. Er hat damit Glück und er kommt damit durch. Und gerade weil Dumbledore ihm dann noch hinten raus ein paar Punkte schenkt. aber gerade deswegen mag ich Harry nicht so gerne. Weil er eben immer damit durchkommt und weil er halt keine Strafen für die Sachen bekommt, die er macht. Bei Draco siehst du einfach, er ist also am Anfang war er der böse Junge. Er hat klar noch eine Motivation, so mit diesem, ich bin Vollblut und Hermine halt nicht und meine Familie ist halt schon seit Ewigkeiten im Zauberei-Business, sag ich mal, und wir sind reich und sowas, deswegen kann ich auch diesen Hass auf Ron verstehen. Und was nicht alles, ne? Aber er macht eben auch eine schöne Wandlung durch die Abenteuer. Also er ist ja, mal ist er im dunklen Wald, ist irgendwie in der dunklen Hütte ist er nicht drin, ne? In Teil 3 mit Wurmschwanz. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Nee, da ist er nicht mit drin. Da ist er nicht mit drin. Aber er ist halt immer irgendwo am Rande, ist er mit dabei und erlebt die Abenteuer auf der falschen Seite, aber die verändern ihn ja auch. Ja. Sodass du dann eben in Teil 6 auch so seinen inneren er ist halt mega zweigeteilt. Und das spürst du auch gerade, als er Dumbledore umbringt. Und ja, in Teil 7 sowieso. Da ist er halt komplett gebrochen. Und das ist einfach eine richtig schöne Charakterentwicklung. Das will ich nicht als Hauptfigur sehen. Ne? Weil als Hauptfigur wäre er dazu böse. Aber so als Side-Character ist er richtig schön. Und deswegen spreche ich ihn gerne. Also auch die ganze Familie, wie sie dann quasi irgendwann einsieht, das ist gar nicht so toll mit dem Lord Voldemort und so weiter. Also
Das sind mit Abstand die gebeutelsten Charaktere, glaube ich. Also abgesehen von Toten jetzt, ja, aber emotional auf jeden Fall die gebeutelsten. Ja, vor allem wenn du dir noch so Crap und Goyle anguckst, die haben ja gar keinen Charakter, ne? Die sind halt irgendwie da und dick und doof, die laufen halt mit rum. Aber Malfoy, also auch sein Vater, die haben ja wirklich einen Hintergrund und den kann man verstehen. Und das ist eben so das, was ich ganz, ganz toll finde. Auch gerade wenn man dann, ich glaube in Teil 6 dann mal, oder ist das in Teil 7? Ich glaube, im Film ist es Teil 7, genau, der ist ja zweigespalten. Wo dann Dobby noch stirbt und wo du dann auch siehst, wie zerrissen diese ganze Familie ist. Genau. Wie findest du denn die Charakterentwicklung in der Fanfiction im Gegensatz zu den Originalbüchern? Ist es irgendwo nachvollziehbar oder sagst du, na, es ist irgendwie zu viel heile Welt oder? Das ist eine gute Frage. Also, wie die Fanfiction beginnt, finde ich, wie gesagt, sehr spannend. Jetzt gerade sind wir an dem Punkt, wo er, wie gesagt, wir sind seit 2018 dabei. Jetzt haben wir zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme Mitte 24. Ne? Das heißt, wir sind auch schon 6,5 oder ich sag mal 6 Jahre dabei. So dementsprechend in diesem Zeitrahmen hat er sich jetzt stark gewandelt. Und da kann man schon nachvollziehen, dass man dann auch irgendwann ankommen möchte. Klar, er ist, wie alt ist er jetzt? 19? Ich glaube ja, ne? 11 plus 6, plus 7. Ja, Moment. Also ich sag einfach mal, er ist jetzt so 19. Ich glaube, nenne er es älter, ist eine nicht genau definierte Zeit vergangen. Also er war ja mit Severus nicht eine Woche auf der Flucht am Anfang, sondern Jahre. Ja. Und Harry wurde auch von Moody Jahre ausgebildet. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob eine genaue Zahl da steht, aber wir können mal davon ausgehen. Aber dann ist er Anfang 20, ne? Gut. Ja, Anfang 20 kann man dann schon mal auch ans Heiraten denken erste Freundin und das ist dann okay, klar. Und wenn dann eben auch die große Gefahr erstmal gebannt ist, dass man runterkommen möchte, weißt du? Genau. Ja, also man darf dann nach 6 Jahren der Aufnahme beziehungsweise der Entwicklung, ich weiß nicht, wie viele Seiten, tausende Seiten, die mittlerweile runtergeschrieben, markiert hast, eingesprochen hast. Das ist, also diese Charakterentwicklung ist völlig in Ordnung und er hat auch seine Ruhe jetzt verdient. Also ist immer sehr schwer zu messen, wenn ich jetzt sage, es sind x-tausend Seiten oder x-hunderttausend Wörter. Ich sage immer als Kenngröße, die ganze Fanfiction ist 2,1 mal so groß dick wie die Bibel. Ich glaube, das ist was, wo man sich was damit vorstellen kann. Okay, ja. Also mit so dick meine ich jetzt, Wortanzahl. Anschauen, ja. Ja. Mhm. Also ich bin auch dankbar, dass ein Mensch, das sagt, ich glaube, in jedem Podcast bis jetzt ein Mensch sich so viel Gedanken darum gemacht hat und auch wirklich um Einzelcharaktere, weil ganz, ganz viele Side-Charaktere, ob jetzt Neville oder was weiß ich, Professor Sprout, nicht so, aber Lupin, das war ja nicht ein ganz Side-Charakter, aber mehr Side-Charakter in der Originalgeschichte als jetzt in der Fanfiction ist, der hat ganz, ganz große Szenen oder ganz, ganz viel Material. Also es wurde sehr, sehr viel Storyline zu den verschiedensten Charakteren gemacht, die verschiedensten Pairings aufgemacht, also allergrößten Respekt vor der Schreiberin. Ja, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, Respekt, dass das so verquickt ist, wie es eben ist. Da muss man wirklich ein riesiges Whiteboard haben, da muss man sich überlegen, welche Charaktere möchte ich nehmen, möchte ich einfach jetzt Harry Potter und dann was anderes machen? Bleibe ich bei dem Hauptcharakter oder traue ich mich davon wegzugehen und dann in diesem wirklich Potterverse mich auszutoben und zu überlegen, ja, Living Cities, ne? Also was tut Person X, wenn ich gerade nicht auf sie drauf gucke mit meiner Kamera? Oder Person Y, was tut die gerade und wie interagiert vielleicht auch X und Y miteinander, wenn ich nicht hingucke? Aber was passiert, wenn die Kamera wieder draufzoomt und ich die dann beide zusammen sehe oder sowas, ne? Also das ist dann schon eine Hochachtung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich find's aber auch super, dass unser oder vor allem dein Projekt so viel Zuspruch von der Community bekommt. Ne? Also das ist ja nicht selbstverständlich. Da kannst du ja auch so überlegen, okay, dann ist da irgendwie so ein YouTuber, der macht da seit 2018 sein Content und das gucken sich 10 Leute an. Nee, das ist ja nicht 10 Leute. Das geht ja rasend durch die Decke, sag ich mal. Das hat mich von vornherein so fasziniert, wie die Aufrufzahlen jetzt in diesem Potterverse sind. Sie sind wahrscheinlich auch nur in Anführungszeichen so gering, wie sie sind, weil ich halt nicht monetarisiere. Das war immer von Anfang an mein Anspruch, jetzt nicht irgendwie Werbung davor zu schalten und so. Jetzt mal die rechtlichen Sachen außen vor.
Genau. Ja, gut, also ich sag mal, wenn du schon Werbung schalten würdest, dann würde dann der Suchalgorithmus wieder anders anfangen. Ja, ja, ne? Das wäre eben das Schöne. Gut, die Werbung ist dann natürlich nicht so schön. Ich finde es so gut, wie es ist. Es ist vor allem die Kommentare, die ich kriege, sind noch in einem Bereich, wo ich sagen kann, die kann ich am Wochenende halt mal alle durcharbeiten und beantworten und so weiter. Und wir reden nicht über Zehntausende. Was ich irgendwie, ich weiß es nicht. Das war immer so mein Anspruch, dass ich zu jedem, der bei mir abonniert oder kommentiert, irgendwie zumindest auf einer schreibenden Basis eine Beziehung aufbauen kann. Ja. Und irgendwann würde es halt nicht mehr gehen, wenn es in eine größere Zahl ging. Ja, das ist bei mir ja auch so. Also ich freue mich auch, dass über jeden einzelnen Kommentar, den ich bei mir in meinen Videos bekomme, den lese ich, den nehme ich zur Kenntnis, meinetwegen Daumen hoch oder ein Herz. Oder auch noch einen eigenen Kommentar dazu schreiben. Oder ich gebe das in unserem Forum dann weiter, wo dann andere Spieler oder Sprecher dann noch drauf reagieren können, dass die dann selber nochmal drauf antworten können. Wo dann irgendwie Videos, weiß ich nicht, 5 Jahre alt sind und dann kommt da nochmal ein neuer Kommentar drauf und dann antworte ich auch nach 5 Jahren noch drauf. Weil mir das einfach wichtig ist, ne? Ja. Und ich finde es einfach toll, dass dieses Projekt eben so schön angenommen wird und dass die Aufrufzahlen eben trotz ohne Monetarisierung so hoch sind, dass das Projekt einfach auch einfach eine super Community ist, ne? Die feiern das ja alle. Was mir immer sehr wichtig war, war das Thema Community-Pflege. Wo ich kein Fan von bin, ist von Troll-Kommentaren, mit denen setze ich mich auch nicht auseinander, die sperre ich halt einfach. Mhm. Das denke ich, da sind wir alle in Anführungszeichen erwachsen genug. Wenn mir jetzt jemand schreiben würde, hey, ich bin erst 11 und hab's nicht so gemeint, okay, den würde ich auch wieder entsperren. Aber ich gehe mal davon aus, die meisten Leute, die das gucken und dann halt irgendwie, ey, kauf dir mal krass ordentliches Mikro, du Idiot. Brauche ich nicht. Bin ich ehrlich. Ja, ich wollte gerade sagen, also du hast jetzt ja auch nicht irgendwie so ein Blechmikrofon, du bist ja nur auch schon, du hast es jetzt ja selber gesagt, 10 Jahre dabei und klar, da investiert man immer mal wieder in die Ausrüstung, habe ich ja auch gemacht. Also mit meinem ersten Starter-Mikrofon würde ich jetzt auch nicht mehr an den Markt gehen, aber ja, nur, ich meine, wir sind jetzt 10 Jahre weiter und da kauft man sich dann, weiß ich nicht, ich wollte gerade sagen, ne, dann also auch gerade das, was du jetzt hier im Hintergrund alles machst mit OBS und diese Rauschfilteraktivierung und dieser ganze Schnitt, das ist ja, also das sieht man vielleicht gar nicht, das wäre vielleicht auch nochmal interessant zu sehen, wie du so ein Podcast, ist es ja gar nicht, wie du diese Fanfiction dann schneidest. Genau, das wäre mal ganz interessant zu sehen, so nach dem Motto. Als Timelapse oder was meinst du? Weil das sind pro 30 Minuten ungefähr 8 Stunden Arbeit. Ich glaube nicht, dass jemand ein 8 Stunden Video sehen will, wie ich aber generell Ems rausfiltere. Nee, das meine ich nicht. Aber ich sag mal so, dass du einmal zeigst, wie ist unser Skript, dass du, das hast du ja schon vor 10 Jahren hast du es rausgegeben, keine Ahnung, beziehungsweise vor 6, 7 Jahren hast du es rausgegeben. Damals waren ja schon alle Sprecher-Takes von uns farblich markiert. Mhm. So, dann, das hast du beispielsweise schon gemacht. Das liegt ja schon seit Jahren auf meiner Platte. Dann sagst du hier, Frosty, ich brauche mal wieder die nächsten 10 Folgen von dir. Dann, gut, das, was ich jetzt mache bei mir, das kann ich jetzt dir natürlich nicht zeigen. Mhm. Aber du bekommst dann die Files wieder zurück. Du kannst sie dann einsortieren. Du sprichst dann deinen eigenen Teil ein, wie das dann eben ganz grob aussieht und ja, weiß ich nicht, vielleicht ist es ja interessant, das müsstet ihr dann mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eben mal wissen wollt, was da so im Hintergrund steht, ne? Das müsstet ihr dann mal beantworten, ob euch das überhaupt interessiert oder ob euch das, ja, weiß ich nicht, das muss jetzt auch kein 8-Stunden-Video sein, das würde ich mir auch nicht angucken. Aber einfach mal so 5 Minuten hier über die Schulter zu gucken, wie sieht so dein Arbeitsablauf aus? Also da gehört schon ein bisschen Erklärungszeit dabei, also zum Verständnis, ich habe angefangen am Anfang, dass ich die Sätze der Sprecher in eine Textdatei kopiert habe. Und hab dann 2 Ordner gehabt, noch einzulesen, schon eingelesen. Hab dann die dahin geschoben, wo die Leute gearbeitet haben. War ganz schnell klar, das funktioniert so gar nicht. Und vor allem das immer rauskopieren, das war ein Riesenaufwand. Dann haben wir das ganze Skript in eine Word-Datei umgewandelt. Hab dann mit der farblichen Markierung begonnen, was für mich persönlich die Hölle ist, weil ich farbenblind bin. Aber naja, zum Glück steht die Farbe ja als Pop-Up immer dran. Okay, ja. Ja. Was Wichtigste ist halt die Datei, also die Excel-Datei, wo drin steht, welcher Leser muss in welchem Kapitel wann was einsprechen. Ist die Lieferung noch offen? Also hätte ich die nicht, hätte mir das Knick gebrochen, weil es gibt natürlich Leute wie du, denen sage ich, ich brauche bis dahin was, dann kriege ich das, dann brauche ich nicht nachfragen. Es gibt auch Leute, die muss ich ein paar Mal erinnern. Aber guck mal, jetzt die Zuhörer wissen das ja gar nicht. Das ist richtig. Ne, deswegen, also ich würde das schon mal feiern, wenn ich als Zuhörer mal wissen könnte. Wie gesagt, also ob das jetzt 5 Minuten sind oder 10 oder 15, dann kannst du dir überlegen, wie man das angeht. So einfach nur die Frage, habt ihr dazu Lust, soll Mischka das mal machen? So, und dann finde ich es auch spannend. Ja, einfach weil ich sitze ja so halb hinter den Kulissen, aber ich weiß ja auch nicht ganz, ne? Also wenn du das jetzt zum Beispiel sagst, so nach dem Motto,
Da fehlt dann ein Wort oder irgendjemand muss dreimal dran erinnert werden und da gibt es diese ominöse Excel-Liste. Mhm. Da höre ich jetzt auch zum ersten Mal von und ja, also ich finde das spannend. Ich finde das interessant. So. Okay. Aber da müsst ihr einfach mal einen Kommentar schreiben, wollt ihr das sehen oder wollt ihr nicht, dann muss sich Mischka eben was überlegen. Ja, das mache ich gerne. Das ist so, sowas kriege ich hin. Das ist kein Problem. Da kann ich ein bisschen aus dem Projektleiter Nähkästchen plaudern, warum ich wie Sachen gemacht habe. Das ist natürlich auch Berufserfahrung von mir. Das mache ich quasi beruflich groß. Ja, genau. Ich bin ja mittlerweile auch dann Projektingenieur und gerade deswegen habe ich da vielleicht auch so ein bisschen Liebe für, ne? Auf einer beruflichen Ebene. Okay. Ja. Kommen wir von der Technik wieder zurück zum Fanfiction. Wenn du jetzt die Wahl hättest, an dem Draco, soweit wie du ihn bis jetzt kennst, in der Fanfiction was zu ändern, wo du sagst, das passt einfach nicht zu dem Draco, wie man hat ja da so ein Bauchgefühl von dem Charakter, wie man ihn fühlt, wie man sich vorstellt, also ob jetzt aus den Büchern oder nicht. Ja. Was würdest du ändern? Soll ich mal fies sein? Pff, hau raus. Also, ich meine, wir sind jetzt gerade bei der Hochzeit. Ich habe jetzt das Skript noch nicht weitergelesen. Ne? Mhm. Also ich mache immer so, ich weiß nicht, 20 Aufnahmen oder sowas oder 20 Kapitel, gucke ich mal kurz rein, wo ich so bin. So. Und ich würde es spannend finden, wenn jetzt seine Frau nochmal stirbt und er nochmal so, oder irgendein Schicksalsschlag. Ne? Also nicht, dass so also alles heile Welt, also mir ist eigentlich egal, was passiert. Mhm. Einfach ein schwerer Schicksalsschlag, um dann zu gucken, wie er damit umgeht. Ob er aus diesem Loch dann nochmal hochkommt. Einfach so, weißt du? Ja, ich sehe schon. Ob er da stark wieder rausgeht. Ja. Ist schwierig, ne? Aber das wäre so, gerade weil es Draco ist, ne? Bei Harry wäre es, Harry, klar, das ist ein Held, der stärkt das weg und Hermine kriegt das auch alles irgendwie hin. Wenn da irgendwie ihr Vater in der Zahnarztpraxis oder so vom Stuhl fällt, das kriegt die alles hin. Mhm. Aber Draco, der ist ja schon so geschlagen und Vater und Mutter und dann noch sein Onkel mit Snape und wenn jetzt noch so ein Schicksalsschlag kommt, egal was es ist, wie geht der damit um? Vielleicht will ich ihn auch einfach nur leiden sehen. Weil es ihn menschlicher macht, oder? Ja, er ist ja schon super menschlich, aber ja, wäre einfach eine spannende, aber böse Idee von mir. Dann danke ich dir recht herzlich für das Philosophieren und ich mache mir jetzt mal eine Haken auf die Liste, wen kann ich, wenn ich alle Sprecher durch habe, mal für weitere Podcast-Folgen fragen, um es über das Potterverse zu philosophieren, weil wir haben natürlich auch Sprecher, die klar und ehrlich, und da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass die Leute so ehrlich sind, gesagt haben, ich habe halt noch nie die Bücher und nie die Filme gelesen, ich habe das jetzt einfach mal mitgemacht, weil du mich gefragt hast, was für mich persönlich ein großer Vertrauensbeweis oder ein großes Kompliment ist, sich auf so ein Monsterprojekt einzulassen, wenn ich eigentlich mit dem Verse nichts zu tun habe. Ja, meinetwegen sehr gerne. Ich stehe dir immer zur Verfügung. Das weißt du ja. Schreib mich an und dann, ja, vielleicht wollen die anderen noch mehr irgendwie von mir beziehungsweise von Draco hören und dann melde dich einfach. Ja, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Sowohl jetzt in dem Podcast als auch für die Fanfiction, die du da aufbringst. Ja, sehr gerne. Dir draußen danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen, schreib uns gerne was unten drunter in die Kommentare. Wenn du Fragen an die Sprecher hast, die du an mich irgendwie adressieren willst, kannst du mich ansonsten noch auf dem Nordpol erreichen, über Twitter, über Instagram. Ich gebe diese Fragen natürlich sehr, sehr gerne weiter und naja, vielleicht kommt ihr damit Stoff zusammen für weitere Podcast-Folgen. Ihr habt das quasi auch so ein bisschen mit in der Hand. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.